Hey meine Lieben, ein neues Video und zwar natürlich Sommer aus der Stars, Folge 1 und ich würde mal sagen, ich gebe da jetzt ein bisschen meinen Senf dazu, denn ich bin das erste Mal von einer Auftaktfolge tatsächlich begeistert. Also wir haben Redebedarf, Leute. Jetzt geht's los in diesem Video. Meine Lieben, ja, das Sommerhaus hat begonnen. Hupsala, ist mir jetzt runtergefallen. Ist mir irgendwas abgefallen. Oh, von meinem Kopfhörer. Aber ich habe mir den eh neu bestellen müssen, weil er nur noch auf einer Seite geht. Ich weiß, es war auf dem letzten Zugfahrt, war das so. Ich finde die eigentlich richtig gut, die Teufel-Kopfhörer. So auch preis-leistungsmäßig. Und vom Sound. Aber er geht nur noch auf der rechten Seite. Nun denn, jetzt ist mir kurz was abgefallen. Gucken wir, wann der neue kommt. Dann bin ich hier wieder voll ausgestattet mit allem. Na, so schaut's aus. Also, das Sommerhaus der Stars hat begonnen, Folge 1. Und es eskalierte bereits ab, ja, ich würde sagen, kurz vor der Hälfte ist dann schon die große Eskalation gekommen. Ja, Stress ist ja so oder so da vorprogrammiert. Und deshalb, ja, gebe ich da jetzt meinen Senf auch komplett zur Folge dazu. Meine Lieben, ja, wie war mein Tag, meine Woche? Ja, die hat im Grunde soweit eigentlich ganz gut auch begonnen, muss ich sagen. Ich bin soweit ganz zufrieden. Heute war jetzt der erste Tag, wo es mal kurz ein paar Tropfen geregnet hat hier. Dennoch bei mir da draußen. Vielleicht kann mir das mal jemand beantworten. Bitte schreibt das mal in die Kommentare, falls ihr das wisst, ja. Ich habe ganz viele Paprika noch mal bekommen. Und ich weiß gar nicht, hoffentlich werden die noch rot, ja. Hopefully. Also, weiß gar nicht, warum die so spät noch mal gekommen sind, ja. Und Zitronen habe ich auch dran hängen, kleine, am Zitronenbaum. Weiß jetzt auch nicht, ob die noch größer werden oder nicht. Ja, mal gucken, hoffentlich überlebt der Baum überhaupt den Winter. Schauen wir mal, gucken, dass ich so eine Abdeckung oder was finde. Ja, dann hatte ich tatsächlich mal ein Date gehabt. Das war aber auch ein Satz mit X, das war wohl nix, ja. War sehr nett und so am Montagabend. Aber so, vielleicht kennt ihr das ja auch so von so einem Date, dass dann manchmal einfach nicht so der richtige Funke so überspringt, ja. Und das war, glaube ich, ja, so das Hauptproblem an der Geschichte, dass wir uns schon gut verstanden haben. Aber jetzt so, also da war keine sexuelle Anziehungskraft, da war, aber es war trotzdem irgendwie ganz nett und wir haben uns nett unterhalten. Aber hat sich jetzt auch nicht mehr gemeldet und ich auch nicht mehr. Ja, Gott, so ist es halt. Was will man machen? Ja, gab es sonst noch was? Überlege. Wir haben jetzt nachher gleich nochmal Hundetraining. In einer Dreiviertelstunde. So, ja, ich sehe es gerade, gute Dreiviertelstunde haben wir nochmal Hundetraining. Habe auch das andere fleißig geübt. Jetzt machen wir da schön brav weiter. Und das waren jetzt eigentlich mal so diese ganz spektakulären Dinge. New Pop Festival geht hier los am Freitag. Habe ich jetzt hier vom Rumors Hotel schon einen Brief bekommen, dass es eine Veranstaltung gibt und es etwas lauter werden könnte. Ach echt, ja. Also, ja, wie auch immer. Ist so eigentlich auch immer ganz normal. Nun denn, egal. Und ja, jetzt geht's los mit dem Sommerhaus. Also, eine wichtige Sache noch in dieser Reaction, verwende ich kein Videomaterial. Das hat Gründe, denn mit Videomaterial dürfte ich erst morgen Abend veröffentlichen. Und es war mir jetzt aber zu lang, weil die Folge einfach so viel bietet, dass wir drüber reden müssen. Aber ich erkläre euch ganz genau die Situation. Und die Bild-Zeitung hat auch einen großen Artikel dazu gebracht mit allen Details und allen Spoilern. Also den ziehen wir uns zur Hilfe. Oder habe ich nochmal so als, wie nennt sich das? Als Stütze. Als Stützrad wollte ich sagen, Stützrad, so da als Krücke, ja, sozusagen. Und wir fangen mal an, dass zuerst Claudia Obert ja eingezogen ist, ja. Ich denke, Claudia Obert, muss ich euch nicht viel erklären, wer das ist. Und
Denn sie war ja jetzt wirklich schon in richtig, richtig vielen Formaten drin gewesen, ja. Und von daher, ja, muss man einfach sagen, das ist doch mittlerweile keine unbekannte Person hier, ne? Ich habe es gerade gesucht, ob ich noch ein Bild hier finde. Das finde ich auch gleich für euch, falls ihr doch keine Vorstellung habt, wer die beiden sind. Auf jeden Fall ist der Partner ein bisschen jünger als sie, leistet sie sich. Manche haben mir geschrieben, also mir hat sogar irgendwie Jelis geschrieben, ob der gay ist. das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Und von daher kann natürlich auch sein, auch das gab es ja schon mal, dass man so einen guten, besten Schulenfreund sich an die Seite geholt hat. So, sie ist 61, er ist 25, für diejenigen, die es interessiert. So, dann habe ich sie hier auch mal eingeblendet. Das ist also Claudia Obert und Max Suhr. Und die haben erstmal wirklich jede Sitz- und Liegegelegenheit probiert, wie das darauf sich anfühlt, zu also Knicknack zu machen, um das entsprechende Bett auszuwählen, weil sie haben ja auch eine Matratzenanalyse abgegeben. Das ist also auch nochmal ganz wichtig. Diese Matratzenanalyse fand ich, die darf nicht zu hart, nicht zu weich sein, ne, aber doch ein bisschen mehr tendenziell härter und so weiter und so fort. Und denn das sind natürlich alles keine Luxusbetten da im Sommerhaus, ne, das kennen wir ja schon. Wir kennen ja die Räumlichkeiten und immer wieder bin ich erstaunt, wenn Leute einziehen in dieses Sommerhaus, dass sie dann sagen, naja, also das habe ich mir jetzt aber ein bisschen luxuriöser vorgestellt. Und dann sehe ich mir, habt ihr keine Staffel gesehen oder was, ne? Während dann beide richtig wunderbar miteinander rumgemacht haben, im Garten, wohlgemerkt auf einer Gartenliege, zog das zweite Paar ein, nämlich Maurice und Ricarda, die kennen wir von ARD One, gibt es auch ein Interview von mir mit den beiden auf dem Kanal hier. Diese Beziehung war ja schon bei ARD One sehr kompliziert mit Auf und Abs und dann haben sie sich aber wieder zusammengerissen und so weiter und so fort. Er hat natürlich ein, ist leichter reizbar, dann durchaus heftigeres Temperament vielleicht und sie ist auch, glaube ich, 6 oder 7 Jahre älter als er und glaube, die hat da einfach ein bisschen eine größere Gelassenheit, die Ricarda. Aber alle drei sind am gleichen Tag Geburtstag, das ist irgendwie auch sehr lustig. Und ja, die sind eingezogen und wurden erstmal völlig ignoriert, denn hier Max und Claudia haben weiter knicki-knacki probiert, also angezogen natürlich, ja, aber haben da wild kopuliert und haben die beiden einfach mal völlig ignoriert. Dann haben sie sich kennengelernt, dann sagte Claudia zu ihr, als ich Ricarda was zu essen machte, sagte Ricarda, ja, ich esse nur einmal am Tag und sie so, ja, ist wohl auch besser so, bist ja schon ein bisschen fett. Fand ich schon echt schön, zack, Body-Shaming, ja. Also Claudia hat sich, glaube ich, da schon mit denen richtig verscherzt. Dann sind als nächstes unsere Protagonisten Valentina und Chan eingezogen, die ja bekanntlich für Krawall und Zoff steht. Und hat sich auch so in einem Vorstellungsvideo ein bisschen mit Chan angelegt, weil er, glaube ich, kein Eis oder keine Waffel essen wollte. Und sie hasst es eben alleine zu essen und so weiter und so fort. Dann sind die also eingezogen und Ricarda war dann auch schon sichtlich begeistert, als Valentina reinkam. Also Maurice, ihr Partner, der hat wohl nichts mit denen gehabt, aber Ricarda und sie haben sich wohl gegenseitig bei Instagram blockiert, so haben sie es gesagt. Und ja, es sind jetzt nicht unbedingt die Best Buddies da drin. Nun, denn, also, das war dann schon mal die erste Geschichte, die erste Sache, die so da war. Dann zogen die Nächsten ein und ich glaube, der Nächste war dann Tim Toupé und seine Freundin Frau. Also, und da könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, wie habt ihr das empfunden? Sind die wirklich ein Paar? Ich kann das gar nicht glauben, weil im Vorspann auch immer nur irgendwie war, dass sie mehr leisten müsste, dass das ja ein Beruf sei, die Singerei. Und sie singt eben wohl auch. Sie erklärte dann auch in der Sendung tatsächlich, dass sie 3 Songs hatte, aber keiner ein Hit war.
Also, naja. Was soll man da sagen? Es, ja. Das war so, jetzt wollte ich eigentlich einen ganz anderen Effekt machen. Ich Trottel, ich wollte den machen. Ich muss mich mit dem Ding irgendwie noch anfreuen. Es leuchtet so bunt und so. Nun denn. Er hat für mich eher zu, ja, wie will ich sagen, was hat er für Vibes mir rübergebracht? Also in Verbindung mit ihr, ich spüre da überhaupt keine Liebe. Also so mit meiner Fähigkeit, die ich ja nun mal habe, vielleicht auch meiner medialen Fähigkeit, ich spüre da keine Liebe. Also für mich ist es kein Paar, das ist irgendwie nicht echt. Schreibt mir mal rein, wie ihr das empfunden habt. Vielleicht sehe ich es auch komplett falsch, aber das war so, naja, was soll's. So, dann kamen unsere Dualseelen. Da habe ich mich übrigens im Talk zum Sommerhaus, den ich wöchentlich mit Ramon mache, auch zu geäußert. Vanessa finde ich sehr schwierig. Ich finde, dass sie sehr überheblich geworden ist, auch in ihren Stories, dass sie nicht reflektiert, dass sie auch nicht, glaube ich, selber kapiert, dass sie durch die Situation, dass sie den Alex ausgespannt hat, bei Temptation als Verführerin, wo sie ja kein Fame wollte, kein Social Media machen wollte, jetzt ihr ganzes Leben darauf aufbaut, nämlich auf Social Media, auf Kooperationen, bekommt neue Brüste geschenkt und so weiter und so fort. Und natürlich jetzt auch Gagen für Shows und wird in Shows gebucht. Und ja, also ich würde die beiden gerne bei Temptation VIP sehen. Das wäre mein Wunsch nochmal. Vielleicht ein kleiner Hinweis, Bunny Chai, hello, hello. Vielleicht könnt ihr ja nochmal Alex und Vanessa anfragen. Möchte jetzt noch ein Wort zu Valentina sagen. Und zwar, meine persönliche Erfahrung mit ihr ist durchweg positiv. Ja? Also zu mir und ist sie immer sehr freundlich, sehr gerade raus, auch ehrlich. Und ich muss auch sagen, dass ich ihr auch glaube, wenn sie mir etwas sagt. Es ist so, dass auch der Chan sehr sympathisch ist bei mir. Also ich kann ja nur von meinem Kontakt sprechen, ja. Was natürlich die Leute in Shows machen, ist oftmals einfach auch was anderes. Dass jemand, der so viele Shows gemacht hat wie Valentina in so kurzer Zeit, weiß nicht, wie der Hase da auch läuft, ist eine Sache. Er hat zwischendurch oder im Verlauf dieser Folge ja auch sie drauf angesprochen und sagte, was machst du da? Ist das jetzt für Sendezeit? Ist das jetzt Sendezeit? Tralala. Weil er wahrscheinlich dieses Verhalten auch nicht kennt. Sie hat sich schon auch ein Stück weit toxisch da drin verhalten. Also es gab einfach emotionale Ups and Downs, die für den einen oder anderen vielleicht auch schwer ertragbar waren. Und hat sich auch an Kleinigkeiten bei ihm gestört. Jetzt muss man da aber vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein, was ihn betrifft, denn er ist ja das allererste Mal in so einer Show. Also er ist ja nicht der Profi wie sie. Und das ist ja beim Sommerhaus ganz oft der Fall. Wir erinnern uns zum Beispiel letztes Jahr an Kader Lot und Easy. Ihr war ja auch das erste Format von Easy und für Kader keine Ahnung, das wievielte. Und natürlich hat sie auch ein Image, mit dem sie durchaus auch kokettiert und spielt und weiß, welche Bömmchen sie wann zu zünden hat. Ne? Also das ist auch in jedem Falle schon mal da. Die Begeisterung, also sie sind beide auch sitzen geblieben, als Alex und Vanessa eingezogen sind, also nicht aufgestanden. Und haben die beiden begrüßt, also nur dann so kurz im Sitzen per Handschlag und sich so kurz zugenickt. Also da war schon klar, Stimmung eiskalt. Und dann zogen Pia Tillmann und Zico ein. Und Valentina sagte gleich, bei Zico müsse man vorsichtig sein, der spielt auch gerne mal ein falsches Spiel. Und sie hat ihm direkt was anvertraut, was er auch prüfbar weitererzählt hat. Also er hat die erste Bombe sozusagen gezündet. Und es geht um diesen Fakt, dass Valentina, damals war sie noch nicht mit Chan zusammen, natürlich großen Beef mit Christina Dimitriou hatte, der damaligen Freundin von Alex. Und Alex mit mehreren Leuten eine Party veranstaltet hat, glaube in Essen.
weiß, meine irgendwo da am Centro Beach oder so irgendetwas. Also, so sagt zumindest meine Erinnerung. Ich weiß aber auch, dass Valentina eingeladen war. Das hat Christina wohl mitbekommen, ausgerastet. Und Alex hat das Ganze genutzt, das öffentlich zu machen und hat sie via Insta-Story ausgeladen, um dann eben hier zu sagen, als Chan sie darauf anspricht, da wird eben auch gemutmaßt von Alex, dass Chan vorgeschickt wurde, um diese Sache zu klären, hatte er überhaupt nicht die Größe, stand sehr arrogant da und meinte, ja, es war ja eine geschäftliche Entscheidung, ja. Ich habe ja 10 Absagen bekommen, wenn Valentina kommt. Also sagen wir mal, wenn jetzt die Party vielleicht 500 Leute, fast 10 Absagen, das ist Standard und das wäre sogar sehr gering, muss ich sagen, ja. Es wären ja gerade mal 2%. Und normal kalkuliert man so bis zu 10% Absagen ein, also wesentlich mehr, weil ja Leute auch aus unterschiedlichen Gründen nicht können. Und Valentina meinte dann dagegen zu Chan, dass sie ja auch ihre Fans mitgebracht hätte und das sich sozusagen ausgeglichen hätte. Okay, das ist erstmal so die Grundsituation, die da war. Diese Situation eskalierte dann aber und das bereits in Minute 53. Chan wollte, dass sich Alex entschuldigt, das hat er natürlich abgelehnt und nicht gemacht. Das ist auch richtig. Respekt ist da auch keine Einbahnstraße. Auch wenn jemand eben sagt, ich habe da keinen Redebedarf mehr, dann muss man das eben auch akzeptieren. Hätte mir aber von ihm, da er ja sich von so einer super sensiblen, dualseelen, empathischen Seite versucht hat zu zeigen und so eine ganz klare Reflexion an den Tag legt und er ja fast schon buddhistische Stories macht, die weltverbessernden Inhalt bieten, und da hätte ich von ihm die Größe erwartet, dass er, komm, wir schaffen das jetzt einmal aus der Welt und dann ist hier Ruhe im Karton, aber nein, wollte er natürlich auch definitiv nicht. So, im Einzelview sagte Alex, er hat jetzt versucht, ein bisschen einen auf Mann zu machen, nach dem Motto, er will mir die Stirn bieten. Ich kenne den Bub nicht, habe den noch nie gesehen. Ich denke, er musste so handeln, weil sie es von ihm verlangt, ja. Und Valentina hat einfach kurz drauf gesagt, naja, Alex hat einfach keine Eier, ja. So, daraufhin ging das also los, ne. Und das schaukelte sich weiter hoch, ne. So, denn Vanessa hat sich dann eingemischt, die auch hier sehr überheblich die ganze Zeit rüberkam. Also alle, für mich alles andere als eine Sympathieträgerin. Wie seht ihr es? Für mich ist es nicht. Und ich werde mit ihr auch, glaube ich, in den restlichen 11 Folgen nicht warm werden. Und sie meinte, kann man das nicht irgendwie vielleicht doch privat klären? Und daraufhin giftete so richtig schön Valentina zurück. Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an? Okay, weil das ist aber auch das, was wir, Entschuldigung, das will ich von Valentina auch sehen. Genau das erwarte ich. Also meine Erwartungshaltung wurde zu 100% erfüllt. Und das kann man jetzt natürlich gut oder schlecht finden. Natürlich ist auch vieles an dem Verhalten nicht korrekt, klar. Aber ich muss ja als Zuschauer das Ganze sehen. Und es ist eine Unterhaltungsshow und da hat mich das natürlich köstlich unterhalten. Vor allem, als sie dann eben noch sagte, Alex, du bist ein Lappen. Erwartet im Gegenzug aber Respekt von ihm, kann man dann natürlich auch nicht bekommen, ne? Und der Mitstreiter hier, Tim Toupé, sagte dann, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja wie in Irrenhaus. Es zogen dann noch ein Justine Dippel und Mann, also sehr sympathisch, waren auch bei dem Spiel sehr gut, sind dort Zweite geworden. Und Edith und Erik Stehfest sind noch eingezogen, die auch, finde ich, sehr, sehr positiven, sehr schönen Umgang auch miteinander pflegen. Und ich muss auch sagen, es war so eigentlich der schönste Film vorab zwischen den beiden. Wurde natürlich so ein bisschen gleich Optik und Outfit kritisiert. Das finde ich natürlich immer schwierig, weil Edith Stehfest eben so ein Regenbogenflaggenkleid ganz toll anhatte. Also auch damit natürlich wollte sie ja auch ein politisches Statement mitsetzen, was ihr ja gelungen ist. Und das fand ich natürlich sehr positiv.
Das Spiel kennen wir auch, es sind ja immer die gleichen Spiele. Also ich glaube, ein neues Spiel wird es dieses Jahr geben, was ich zumindest im Trailer gesehen habe, aber wir warten es ab. Das Spiel kannten wir. Zwei Klappfahrräder, die hinten mit einem Gummiseil verbunden sind und es einen Parcours zu bewältigen gilt. Und der natürlich jetzt nicht ganz geradeaus ist, sondern mehrere Kurven, Ecken, Kanten hat. Und auf der jeweiligen Plattform muss dann eine Frage beantwortet werden, um die nächste Etappe fahren zu dürfen. So, dieses Spiel haben tatsächlich Pia Tillmann und Zico gewonnen, obwohl Pia Tillmann am Abend vorher, und das müsst ihr euch echt angucken, Claudia Obert hat ihren absoluten Endgegner in Sachen Alkohol gefunden, nämlich Pia Tillmann. Die hat sich sowas von abgeschossen in der ersten Nacht, ja. Also, die ist dann auch ins Bett gegen den ausgestopften Marder geknallt, ja. Aber der Restalkohol muss ihr so gut getan haben, dass für sie diese Strecke, die da links und rechts ging, wahrscheinlich für sie geradeaus war. Und der Restalkohol hat sozusagen sie ins Ziel geschaukelt und die waren dann auch die schnellsten und sind sozusagen safe. Es gab ein Stimmungsbarometer, was sich ganz klar gegen Claudia, Alex und Valentina richtete, also mit 2 Stimmen wurden Alex und auch Claudia nominiert und 3 Stimmen hat Valentina bekommen. Und es war aber nur ein Stimmungsbarometer. Das bedeutet, wir sehen in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein Spiel, denn es erkämpft sich ja immer noch ein zweites Paar, ein Safety-Ticket und wird dann dementsprechend eben safe sein. Und ja, es war richtig heiß nach diesem Spiel mit dem Fahrrad, denn es hat Valentina und Can als Einzige haben sie es abgebrochen. Sie fühlte sich von ihm herabgewürdigt, da er meinte, die Frage, was ist ein Kokovin, könne sie eh nicht beantworten, hat die Karte gleich weggeschmissen. Und dann gesagt, wir fangen wieder von vorne an. Da hat sie sich natürlich fürchterlich drüber aufgeregt, dass er ihr das nicht zutraut. Sie hätte die Antwort aber auch wirklich nicht gewusst. Hätte höchstwahrscheinlich genauso reagiert und hat da so ein bisschen ein künstliches Drama auch geschaffen. Es sind dann auch Tränen geflossen, dann wollte er abbrechen, er ging nicht mit ins Interview, hin, her. Also, wenn der Alltag tatsächlich bei den beiden so aussieht, dann kann das nicht auf ewig funktionieren, Leute, ehrlich nicht. Also, muss ich wirklich sagen, dann nehme ich Can. Nein. aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Also sie haben dann vor diesem Tor gestritten, weil sie eben dann nicht streiten wollten. Im Sommerhaus direkt wieder, wenn das die anderen also mitbekommen, und haben da also ihre kleine Dramashow abgezogen, haben dann auch das Essen verweigert. Daraufhin war dann Alex wieder sauer und meinte, ja, wie kann man denn das Essen verweigern? Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, Alex ist auf jeden Fall auch Moslem. Can wird auch Moslem sein. Weiß es, und er hat Würstchen gemacht. Ich weiß es nicht, ob er auch wirklich darauf geachtet hat, dass es jetzt eben Rindswürstchen sind oder so, das weiß ich jetzt nicht. Das hätte man vielleicht noch fragen können, aber Can hat eben generell abgelehnt, von ihm auch Essen anzunehmen. Und Alex hat dann versucht, sich dadurch ins gute Licht zu rücken. Er sagt, ja, also beim Essen, da hört die Feindschaft auf. Ja, und überhaupt Nahrungsmittel wegwerfen. Also ich glaube nicht, dass da was weggeworfen wurde, weil der ja wirklich einen Berg von Fleisch immer in seinen Stories postet, was die essen. Also vor allen Dingen, wenn die in Serbien, als die in Serbien unterwegs waren, hat er, glaube ich, am Abend 6-7 Kilo Fleisch gefuttert, ja, und so ein Stück Paprika dazu. Also, ja, schwierig alles. Auf jeden Fall ist es super spicy, es lohnt sich. Link zur Show packe ich euch unten mal rein. Klickt mal drauf. Ich würde sagen, wenn ihr noch kein Abo habt bei RTL Plus, lohnt sich das in jedem Fall. Es kommen ja auch die Verräter jeweils immer eine Woche vorab. Ansonsten müsst ihr euch gedulden, bis nächste Woche Dienstag 20.15 Uhr das Ganze dann mit viel Werbung im Free TV läuft bei RTL. Also deshalb mal unten reinklicken und ich hoffe, dass es trotzdem auch mal ohne Bildmaterial ging, aber ich, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so lange warten und hoffe, dass es für euch in Ordnung ist und freue mich auf die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.